Herzlich willkommen zu meinem 10-Abonnenten-Special. Ja, heute mal nicht im LS15, sondern im LS13. Und ich habe mir so gedacht, wir machen mal den Forstmod. Das heißt, wir fangen jetzt mit dem 10-Abonnenten-Special an und dem Forstmod. Dazu räume ich den erstmal weg, da mir das Feld geebnet. Das klingt gut. Und wir schnappen uns den hier und pflanzen ein paar Bäume. Ja, und währenddessen quatsche ich ein wenig. Ja, ich freue mich, dass ich endlich die 10 Abonnenten erreicht habe. Riesengroßen Dank geht an natürlich alle Abonnenten, alle Zuschauer, die mich unterstützt haben. Sowohl mit Feedbacks als auch mit, ja, wie soll ich sagen, auch mit Likes, Abos, dass sie überhaupt angeschaut haben, die Videos. Und mit dem LS13 möchte ich mich bedanken. Mit dieser kleinen Folge, genau. Und zwar habe ich hier einen sehr üppigen Fuhrpark, aber ich denke, das reicht aus, weil das eh nur ein Viertel bis halbe Stunde Part wird. Und deswegen muss das nicht allzu großes hier aufgefahren werden. Das ist einfach nur als kleines Dankeschön dienen und da denke ich, reicht ein kleiner Fuhrpark auch. So. Ja, wir haben ja den MB-Truck 1800 Intercooler mit dem Dammcon Baumsetzgerät. Und die andere Maschine, die zeige ich auch noch. So. Das mal erstmal fertig mit Bäume setzen. Und die anderen Maschinen kommen auch noch. Aber wir müssen jetzt erstmal vorspulen. Ich möchte die Bäume nicht ins Sägewerk bringen, sondern die werden gehäckselt. Das macht, denke ich, mal mehr Spaß, auch euch zuzugucken. Und deswegen spulen wir jetzt die Zeit vor, dass unsere Bäume auch schön wachsen und wir anfangen können mit Fällen. So. Und los geht's. So. Bis die aufhören zu wachsen, spulen wir die Zeit vor. Nur, dass ein paar Bäume wachsen, die wir dann fällen können. Zuckerrüben habe ich, aber möchte ich nicht verkaufen. Wir machen ja jetzt ein 10-Abonnenten-Special. Und für alle Abonnenten und alle Zuschauer möchte ich mich mit diesem Video bedanken, dass ihr mich so tatkräftig unterstützen, habe ich ja schon gesagt. Dr. Heinrich Müller hat das Feld gekauft, ist mir wurscht. So. Ja, ich wollte eigentlich nicht LS15 machen, ich wollte mal was Exoterisches machen, was Älteres. LS11 ist jetzt nicht so spannend wie LS13. So. Bäume sind fertig, wir spulen nur noch fix bis in den Tag rein. Zähne legen wir los. Genau. So. Und wir holen diesen hier. Und fällen unsere ersten Bäume. Die wir dann auch gleich verarbeiten. So, zur neuen Kennsäge. Und fällen den Baum. Und diesen auch. Und schleppen erstmal ein wenig Bäume aus dem Wald raus. Eigentlich habe ich mit LS13 schon abgeschlossen, aber ich denke nur, für sowas wird es reichen. So. So, dass wir nochmal Spaß haben können mit LS13. Es wird jetzt nicht zur Gewohnheit, das Spiel. Das ist einfach nur dieses Abonnenten-Special, ich euch zeigen möchte.
Also hier waren keine weiteren Let's Plays kommen. Wir werden alles 15 machen, aber mehr auch nicht. Erstmal auf den Laptop, denke ich mal. So. Und wir holen die ersten Bäume aus dem Wald. Was auch noch alles so ein bisschen ungewohnt ist, ist die extrem langsame Anfahrt und also Beschleunigung von den Maschinen. Die kommen nicht in den Boden, die Maschinen. Das ist nervig. Die kommen nicht, die sind so langsam. Manometer. Das ist alles. Vielleicht war es richtig, dass ich damit aufgehört habe. Mit S13. Aber wir sind ja am LS15. Das heißt, ich pack den mal ein bisschen weiter vorne an, den Baum. So. Da macht nämlich gerade schon wieder Probleme der Stumpf. So. Und wir transportieren den, ich denke mal, hier so her. Und dass wir den mit dem Häcksler gut aufnehmen können. Na, da waren wir zu langsam. Zum mal fixen eine Kettensäge. Und zack. Zweimal durch. Zweimal durch. Und hier, das wird auch noch weggemacht. So. Und dann können wir schon den Häcksler holen. Aber wir brauchen auch noch den, dass wir irgendwo einen häckseln können. So. Ich denke mal, so eine halbe Stunde Video wird das hier werden. Da ich auch noch was zu zeigen habe. Das ist ja nicht täglich, dass so ein Video rauskommt. Dass man auch mal ein bisschen mehr zeigen kann. Und wir holen den Häcksler. Da ist hier. Und fahren damit aufs Feld. Oder an den Rand. Ja, auf dem Feldweg. Jetzt muss ich nur schauen, wie wir uns hinstellen. So. Stellen wir uns hin. Klappen schon mal den Häcksler auf. Und klappen die Füße aus. Hier kann man ausschalten und dann fangen wir hier an zu häckseln. Jetzt klappe ich nur gerade aus. Halt. Klappt mal hier ein. Und du hier mal die Krangeschwindigkeit langsam, denn die ist ganz schön schnell. 75, das darf reichen, ja. Und jetzt kommen wieder meine Krankünste zum Einsatz. Ne, ich stelle jetzt mal fix die Mission hier noch aus, die Nerven, ja. Info. Keine Mission. Weiterspielen. So, jetzt muss ich mich erstmal ja zurechtfinden. So. Öffnen. Runter. So. Zumachen. Nein! Ach Mann. Komm her, gut Baum. Ja. Ihr seht, das ist nicht gerade leicht. Ach, lass mich doch in Ruhe.
Ja, meine grauen Künste wieder. L15 funktioniert das Buffer irgendwie. Ich habe auch, aber muss zugeben, ich habe lange nicht mehr mit Kran gearbeitet und ich arbeite hier mit Maus und Tastatur. Das ist nicht gerade leicht. So. Jetzt habe ich ihn an der Angel. Mal sehen, wie der sich jetzt hier macht. Wenn ich den jetzt hineinschleudere. Deswegen schalte ich den mal an. Den Häcksler. Und werde den Baum jetzt hier drauf befördern. Hoffentlich irgendwann noch. Heute Abend noch. Das ist wieder genial. Ich mich hier mache. Wow. Aber das sieht gar nicht so schlimm aus. Jetzt zumindest nicht. Ich wäre nicht Kranfahrer. Wenn, dann bestellt mich bitte nicht. Mit Joystick kann ich aber besser umgehen. Das muss ich sagen. Ich denke, wir können den aufmachen. Genau. So, halt. So, und da spinnt der Baum im Häcksler. Und der Anhänger wird aufgefüllt. Ich fahre jetzt mal ganz kurz näher ran an die Baumstümpfe hier. Jetzt fahrt der Häcksler hoch. Wird er den Baum schaffen? Und da kennt kein Trailer. Nee, da kennt kein Anhänger. So, wir arbeiten weiter. Mit dem turbulenten Häcksler. Ich finde es lustig, wie ich hier arbeite. Es ist absolut nervenraubend. Ja, man muss die Steuerung erstmal wieder im Kopf haben. Denn jetzt? Okay, jetzt habe ich ihn wieder. Jetzt stecke ich ihn nochmal hier rein. Na. Ich glaube, das wird halt nicht mehr. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wie das ja nochmal ging. Ja, den Baum hat jetzt neu befördert. Also, im L15 fragt niemand, ob ich mit dem Pfosten bekommen kann. Ihr seht, wie das ja ausgeht. Komm, frisst es jetzt.
Also das ging schon mal besser. Das verspreche ich euch. Mach ich mich da wieder zum Boot. Ich mach mal hier das Ding auf. Es geht wieder nicht. Jetzt sieht das doch schon besser aus. So, und jetzt rammt das Ding dort rein. Nein! So, und jetzt rein da. Ja, so ungefähr. Okay, verarbeitet wird er trotzdem. Und das kleine Stüppel bleibt im Busch. Okay, ich glaube, so bringt man das Spiel auch zum Absturz. Lustig. Okay, also ich glaube, wir machen keinen Baum mehr. Ich glaube, das reicht. Oh je. Wir werden jetzt nur noch. Sonst mache ich mir mit dem Stutter noch zu Boot in meinen 10 Abonnenten-Special. Ja, okay, tschüss, Baum. Wir nehmen den anderen. Du bist ausgewählt worden, gehäckselt zu werden. Ja, du darfst gehäckselt werden. Ja. So. Jetzt funktioniert das ein wenig besser, hoffe ich doch mal. So. So. Jetzt sieht das schon besser aus. Jetzt mit dem Stamm zuvor. So, einmal an den Häcksler bitte. Losgehäckselt, Freund. Und einmal loskrippen. So, jetzt packen wir den am Ende und ziehen den dort rein. Genau. Und jetzt den Rest macht der Häcksler. Hoffe ich doch mal. Da kennt wieder kein Anhänger. Weil ich mich verrückt habe. Also umgestellt. Nicht, dass ich verrückt wäre oder so. Nee. Jedenfalls stecken wir das Ding jetzt auch noch mit rein. So. Jetzt kann auch wieder kein Anhänger. So. Ihr wollt mich doch alle nur ärgern. Ich hab's mir selber ausgesucht, also liegt nicht an euch. Es liegt nicht an euch. Es liegt an mir. Ich bin zu schlecht für den Kran. Ich bin zu schlecht für den Kran. So, jetzt drehen wir das ganze Stück einmal
So. Und stecken das auch noch mit rein. Also, ich glaube, das nenne ich nicht Abonnenten-Special, das nenne ich Abonnenten-Fail-Special. So. Halt. Bitte zieh rein, bitte zieh rein, bitte zieh rein. Upsala. Gut, jetzt wird's reingezogen. Jetzt wird's reingezogen. Jetzt holen wir uns ja noch das kleine Stücke. So. Und krallen uns das zugunsten des Stück Holzes. Oh. Können wir das mit Wut reinrammen? Dürfte eigentlich gehen, ne? Auch nicht, das hat keine Kollision. Ja, jedenfalls arbeitet daher ganz gut. Wir haben hier noch ein Stück Holz. Kann er noch mehr? Ja. Das, was ich jetzt so machen werde, ist das Stück Holz hier reinrahmen. Mal sehen, ob ich das hinkriege. So. Mal sehen, ob es jetzt reinzieht. Tun wir aber was an. Nee. Ja, tschüss Baum. Okay, wir haben fertig. Fertig. Jetzt hauen wir das ganze Zeug hier noch weg. In die Anlage. Ja, 5986 haben wir aus unserer Tortur herausgekriegt. Nervig, nervig, nervig. So. Und wir hauen ab. Und kaufen uns noch einen. Ja, wie soll ich sagen? Wie Lizard. Nein. Was war mal gebraucht? Okay. Nein, wir kaufen noch einen Frontlader. Was schafft denn der? Oh, nehmen wir Akrovektor. Oh. Da weiß ich, dass er 10.000 hat. Den holen wir noch fix.
und verkaufen das Zeug. Ich habe keine Lust, den hier hochzufahren. Speichern und weiterspielen. Und wir holen den. So. Und verkaufen das ganze Zeugs, was wir jetzt hier eingenommen haben. Und hauen das Ganze einfach ins Biomasse-Heizwerk. Okay, da liegt anscheinend nicht mehr viel drin. Das heißt, wir verkaufen das, was wir jetzt noch drin haben. In der Schaufel, meine ich. So. Das ist ja an für sich nicht viel. Und währenddessen das hier verkauft, fräsen wir ein bisschen Bäume. Ah, das ist die große Fräse, die ist für den Schlüter fast zu groß. Aber für mich ist nicht so groß, für den Schlüter schon, das sieht man ein bisschen. Hoch, wie geht das? Hier. So, deine Tage als Baumstumpf sind gezählt, deine letzten Worte hast keine, also tschüss. Ja. Ich möchte nur mal gucken, ob der auch aufbereiten kann. Mit LS15 kannst du nämlich aufbereiten. Also da ackert der wirklich. Nee, das geht hier leider nicht. LS15 kannst du nämlich, wenn du die Klappe hier, die untere, die hier ganz unten hast, also so in der Position, so, kannst du, und du fährst vorwärts, wird der Boden zu gepflügten Boden. Und dann tust du praktisch pflügen, oder wie es halt bei Bauern heißt, ackern. Jetzt kommen ja die Bäume auch gleich mal wechseln. Anscheinend zu Humus. Das ist nämlich unsere letzte Aktivität. Ja, dann spüre ich nochmal die Zeit vor. Dass das Zeug da weggeht. So, jetzt nicht mehr. So. Und das war's auch schon wieder für dieses Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nochmal riesen Danke an alle Abonnenten. Ich hoffe, ich konnte euch eine kleine Freude machen mit diesem Video. Und jetzt sehen wir halt uns halt das nächste Mal wieder. Aber wir haben noch eine Minute. Und deswegen wollte ich hier noch ein bisschen fräsen. Die eine Minute. So, jetzt können wir uns noch den Stumpf hier wegfallen. So. Hier sind noch ein paar Stümpfe. Aber uns noch und vielleicht den Baum. Aber ich würde sagen, wir sehen uns wieder und ich bin jetzt ruhig. Macht's gut, Leute. Dankeschön fürs Einschalten. Bis zu einem nächsten Part zur Modverstellung oder zu einem nächsten Part Let's Play Landwirtschaftssimulator.
15 mit dem Casey Hör Projekt. Wir sehen uns. Macht's gut, Leute. Tschüss.